In die deutsche Innenpolitik. Am Mittwoch wollen Union und SPD zum ersten Mal darüber reden, ob es funktionieren könnte mit einer neuen großen Koalition. Einfach werden die Verhandlungen wohl nicht, denn beide Seiten hatten ja in den letzten Tagen eher davon gesprochen, was sie trennt und nicht davon, was sie verbindet. CDU-Chefin Merkel war heute eher optimistisch. Aus Berlin, Winnie Hischer. Angela Merkel macht gute Miene zur schleppenden Regierungsbildung. Zwei Tage hat ihre Partei beraten, auch wie es nun weitergehen soll. Minderheitsregierung kann sich mancher hier vorstellen, Merkel nicht. Sie will nun zügig über die Große Koalition verhandeln und dabei nicht die Fehler der Jamaika-Sondierung wiederholen. Heißt, nicht so viel an die Öffentlichkeit dringen lassen, nicht schon so ins Detail gehen. Ich glaube schon, dass man mehr zurückkehren kann zu den klassischen Sondierungen, die man macht. Das heißt, es werden Leitplanken festgelegt, entlang derer dann Koalitionsverhandlungen geführt werden. Und das kann sehr viel genereller sein. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir uns natürlich als Parteiengruppierung auch besser kennen. Und so sieht der mögliche Zeitplan aus. Am Mittwoch wollen sich die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD treffen. Am Freitag will der SPD-Parteivorstand über die Ergebnisse beraten. Sondierungsgespräche könnten dann im Januar starten. Koalitionsgespräche würden folgen, wenn SPD-Parteitag und CDU-Bundesvorstand grünes Licht geben. Alles noch im Konjunktiv. Erstmal kommen die Inhalte. Dass wir jetzt hier nichts zu verschenken haben, ist auch klar. Das, was wir in unserem Wahlprogramm haben, was wir noch mal bekräftigt haben in den Punkten auf dem Parteitag, das sind ja Dinge, die die Menschen in Deutschland brauchen. Ob es mehr Pflegepersonal ist, ob es die Frage des Abbaus der Zweiklassenmedizin ist, ob es die Frage nach einem sicheren Rentenniveau ist. Alles wartet also auf den nächsten Schritt in Berlin. Übermorgen.